Verteilungen. Verteilungen sind innerhalb der Statistik eine sehr wichtige Sache. Und zwar nämlich Verteilungen beschreiben im Prinzip, wie sind Daten in einer Stichprobe oder auch in der Grundgesamtheit verteilt. Ja, was das genau bedeutet, werden wir gleich sehen. Grundsätzlich kann man sehr gut Anknüpfungspunkte bei den Lagemaßen und den Streuungsmaßen sehen. Da haben wir schon auch ein bisschen über Verteilung gesprochen. Und die wichtigste Verteilung, über die wir öfter erwähnen werden, ist die Normalverteilung. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich noch von der Schule. Das schaut ein bisschen wie eine Glockenkurve aus. Ja, die gaußsche Glockenkurve. Und diese Glockenkurve oder diese Verteilung, diese Art von Verteilung, ja, die ist einfach sehr wichtig, ist eine wichtige Voraussetzung für viele statistische Tests, die wir jetzt noch bald kennenlernen werden. Um die Verteilung kurz noch zu beschreiben, was das jetzt genau bedeutet. Wir haben hier im Prinzip so ein Diagramm. Hier haben wir die Anzahl an Fällen zum Beispiel. Ich schreibe jetzt mal N. Ja. Und hier haben wir dann einfach die Werte. Ja, das ist im Prinzip ein normales Histogramm, so wie wir es schon auch anderswo gesehen haben. Das heißt, wir haben hier in der Mitte um den Modus hier, da erinnert ihr euch noch, ja, und der Mittelwert ist auch hier sehr nahe zumindest, und der Median auch, vielleicht ist sogar alles drei gleich. Ja, alles oder sehr viel zumindest von diesen Werten schwankt hier drum. Ja, und dann gibt es halt noch Ausreißer links und rechts. Aber so ist es mal grundsätzlich zu lesen. Und es ist tatsächlich so, dass sehr viele Merkmale in der Natur normal verteilt sind. Also zum Beispiel, wenn wir an Körpergröße denken oder auch an den Intelligenzquotienten und so weiter. Ja. Viele, viele Werte, die wir erfassen können, sind tatsächlich normal verteilt. So, die Kennzeichen, ich habe es jetzt mal schon kurz beschrieben. Erstens mal, wir haben hier einen Modus und zwar genau einen. Das heißt, es ist unimodal, eingipfelig auf Deutsch. Wir sehen diesen glockenförmigen Verlauf, der ist wirklich sehr charakteristisch für die Normalverteilung. Und es ist symmetrisch. Symmetrisch bedeutet, dass hier über die, also rechts von dieser gedachten Linie hier die Form circa gleich ist wie links davon. Ja? Und dann kommen wir zu einem sehr spannenden, einem zentralen Grenzwertsatz. Der jetzt einmal, wenn ich das so vorlese, hier sehr abstrakt klingen wird, aber ich werde euch dann gleich ein Beispiel oder eine Simulation zeigen, womit das Ganze hoffentlich klarer wird. Und zwar ist es so, dass die Verteilung von Mittelwerten aus Stichproben, ja, aus einer bestimmten Grundgesamtheit, einem bestimmten Umfang, wird in eine Normalverteilung übergehen. Ja, und zwar ab einem N von 30. Und zwar ist damit Folgendes gemeint. Das klingt jetzt ja ziemlich seltsam. Aber sagen wir, wir haben eine Grundgesamtheit, die nicht normal verteilt ist, sondern irgendwie seltsam verteilt ist. Ja, sagen wir zum Beispiel so. Ja, also das schaut ja überhaupt nicht aus, wie die Normalverteilung, die wir vorher hatten, die circa so aussieht, jetzt in blau eingezeichnet. Ja. Das heißt, was passiert damit, wenn ich aus dieser roten Grundgesamtheit, ja, mir wie gewohnt immer ein paar Leute raussuche, meine Stichprobe ziehe und davon den Mittelwert nehme. Ja, und den Mittelwert dann hier in einem neuen, frischen Diagramm eintrage. Ja, so jetzt hier. Und das mache ich dann öfter. Ja, nicht nur einmal, dass ich hier den Mittelwert ziehe, sondern ich mache das wirklich oft. Das M schreibe ich hier für den Mittelwert. Ja. Dann sollte hier so etwas wie eine Normalverteilung rauskommen. Ihr könnt hier diesen Link hier anschauen, Videodemonstration, der zeigt das ein bisschen. Da geht es von einer Poisson-Distribution, die circa so ausschaut, zu einer Normalverteilung. Aber ich habe auch selber ein paar Simulationen erstellt. Hier seht ihr zum Beispiel den zentralen Grenzwertsatz, demonstriert anhand einer uniformen Verteilung. Also hier, das hier, ist die uniforme Verteilung. Halbwegs gleich viele Personen haben jeden Wert, so wollte ich sagen. Und man könnte sagen, quasi, es gibt hier nicht nur einen Modus, sondern es gibt hier sehr viele Modi und die sind alle sehr nah beieinander. Und es ist quasi sehr, sehr, sehr flachgipfelig, das Ganze. Ja, erinnert noch an den Begriff der Flachgipfeligkeit vielleicht. Und wenn ich hieraus eben diese
zufälligen Samples ziehe, den Mittelwert jeweils nehme, dann schaut das letztendlich dann so aus. Und zwar habe ich hier 100 Samples genommen. Ja. Und ihr seht schon, das geht schon ziemlich richtig in eine Normalverteilung über. Ja. Hier dasselbe Beispiel, auch mit 100 Samples jeweils, diesmal eine Poisson-Verteilung. Was es genau ist, das braucht euch nicht zu interessieren, aber ihr seht hier eh, wie es ausschaut. Ja. Also eine Kurve, die wir auf jeden Fall mal als nicht normal verteilt beschreiben können, das ist das Wichtige hier. Und trotzdem, wenn ich diese Mittelwerte bilde und hier überführe, schaut das Ganze dann doch ziemlich nach einer Normalverteilung aus. Ja, warum das wichtig ist, ist jetzt noch nicht so interessant. Dabei können wir es jetzt einfach mal lernen, weil es recht interessant ist, denke ich mal. Ja, also wie aus diesen unterschiedlichen Verteilungen dann letztlich doch eine Normalverteilung herauskommt. Wir werden die Wichtigkeit davon allerdings dann nochmal später hören, ja, bei einer statistischen Methode dann. So, dann gibt es jetzt, wir haben jetzt viel über Normalverteilung gesprochen, jetzt gibt es noch die Standardnormalverteilung. Standardnormalverteilung ist einfach, wie der Name schon bereits verrät, eine gewisse standardisierte Form, und zwar ist die hier beschrieben. Sie ist so beschrieben, dass wir hier einen Erwartungswert von 0 haben, sprich der Mittelwert unserer Kurve ist 0, und die Varianz, die Standardabweichung ist 1. Sieht so aus, dass wir einen Erwartungswert von 0 haben. Mittelwert ist gleich Median ist gleich Modus. Und dann hier eine Standardabweichung von 1. Ja, also wir haben hier so die Kurve, die habe ich nicht sehr schön gezeichnet, weil sie sollte natürlich wieder symmetrisch sein. Und was dann wichtig ist bei dieser Standardnormalverteilung ist, wir können ganz gut ablesen, wie viel Prozent der Daten jeweils in einem gewissen Bereich sind. Ja? Es gibt hier drei wichtige Punkte aufgelistet bei einer Standardabweichung. Also hier sind wir so zu lesen, eine Standardabweichung unter dem Mittelpunkt, eine Standardabweichung über dem Mittelpunkt, hier 1,96 unter und drüber und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen zweiten Punkt hernehme, 1,96, dann bedeutet das Folgendes, wenn ich hier meine Standardnormalverteilung habe und hier circa ist 1,96 und zwar negativ und hier circa ist 1,96 positiv, dann bedeutet das, dass hier in diesem Bereich sind 95% der Daten. Ja? Das bedeutet umgekehrt, dass hier an den Rand zusammen 5% sein müssen. Das heißt, wir haben hier jeweils 2,5% und 2,5% hier, ja, an Daten. Genau. Und das ist deswegen eben hilfreich. Ich überspringe kurz hier ein bisschen so, wieso Standardisierung. Es ist erstens relativ leicht vergleichbar dann zwischen Samples. Ja, man kann sagen, wie Kurven ausschauen, kann die Kurven miteinander vergleichen. Und die Wahrscheinlichkeiten sind ablesbar, wie ihr gerade gesehen habt. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Hier nochmal eine Visualisierung. Was ihr hier seht, ich gleich mal kurz diese Formel, was ich hier in A gemacht habe. Und zwar seht ihr, okay, A-Norm, das ist einfach die Funktion, die ruft quasi eine zufällige Standardverteilung auf. Ja. Möchte quasi eine Standardverteilung simulieren. Ich nehme hier allerdings nur 10 Daten entnehme ich quasi. Mit einem Mittelwert von 0 und einer Standardabweichung von 1. Das heißt, dieser letzte Zusatz hier, der macht es zu einer Standardnormalverteilung. Ja? Und der Rest sonst wäre es einfach irgendeine Normalverteilung. Aber da mit Mittelwert 0, Standardabweichung 1, wird es zu einer Standardnormalverteilung. Und wenn ich 10 Datenpunkte entnehme, dann seht ihr, naja, schaut es noch nicht so richtig normal verteilt aus. Ja? Und was ich jetzt mache, ich nehme immer mehr, also hier 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million Datensätze und ihr seht, es wird immer mehr eine Normalverteilung. Also ab hier, spätestens ab 100.000, wahrscheinlich schon ab 10.000, sieht man eigentlich nicht mehr allzu viel Unterschied und auch hier bei 1.000, eigentlich auch schon bei 100, schaut es schon ziemlich wie eine Normalverteilung aus. Das Wichtige ist nur, dass ihr seht, dass es halt immer besser wird und dass es bei 10 noch relativ dürftig ausschaut, einfach weil natürlich durch die Zufälligkeiten hier noch sehr stark wiegen. Und dadurch
das Ganze nicht ausschaut wie eine Normalverteilung. So, eine Z-Transformation, das ist auch etwas ganz Interessantes. Und zwar, das ist einfach die Transformation, wie wir von einer Normalverteilung in eine Standardnormalverteilung kommen. Ja? Das bedeutet, wir haben zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, wir haben hier zum Beispiel einen Mittelwert von 3 bei einer Verteilung. Ja? Was müsste ich machen, um diese 3 auf eine 1 zu schieben? Ja, ganz klar, ich muss durch den, ich muss minus dem Mittelwert, in dem wir von 3 einfach rechnen. Wenn ich hier also schreibe, diese Verteilung, die sagen wir eine Standardabweichung von 1 hat, wenn ich hier jeden Wert minus 3 rechne, ist auch der Mittelwert eben minus 3 und damit verschiebt sich das Ganze nach links und ich bin schon bei einer Standardnormalverteilung. Wenn ich jetzt eine Standardabweichung habe, die irgendwie anders ist, die irgendwie größer ist oder kleiner ist, ja, dann ist es so, dass ich die durch die dividieren muss, um sie letztendlich zu einer Normalverteilung, Standardnormalverteilung zu kommen. Ja, hier wieder ein Beispiel. Ich habe hier 2 Histogramme, ja, man muss sie jetzt so vergleichen quasi, die grundsätzlich mal anders aussehen. Ja. Sie haben eine andere Standardabweichung, sie haben auch einen anderen Median oder Mittelwert, wie man vor allem sieht. Ja. Den kann man ein bisschen leichter erkennen vielleicht. Und was ich jetzt mache, ist, ich verwende diese Formel. Also hier weiß ich zum Beispiel, okay, der Mittelwert war 50, ja, deswegen nehme ich einfach x minus 50 und dividiere dann durch die Standardabweichung, die war in dem Fall 30. Ja, das könnt ihr hier nicht sehen, aber das weiß ich, weil ich habe die Daten ja kreiert. Dann schaut das Ganze so aus. Und wenn ich hier dasselbe mache, also wenn ich hier minus 20 rechne und durch die Standardabweichung von 8 dividiere, dann kommt sowas raus. Und beides hier unten sind jetzt Standardnormalverteilungen. Und ihr seht einfach, dass es jetzt schon ganz gut vergleichbar ist, dieser Datensatz. Ja, schaut viel ähnlicher aus, beziehungsweise wenn man es hier oben vergleicht, tut man sich schwierig, einfach weil die Skala ja auch anders ist. Hey, ich hoffe, dieser Kurs war hilfreich für dich. Wenn du noch mehr über dieses Thema wissen magst, dann schau doch vorbei bei meinen Online-Kursen unter kurse.dominikfröhlich.com. Ich freue mich, dich dort zu sehen.